Kapitel 5, Engel und Narren Teil 2. Alter, der Cutscene. Sie ist tot. Nicht mehr. Jetzt hat Jack keine Chance mehr, den Krieger zu wecken. Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Oh! Du wolltest Jack übernehmen. Alter, Jack. Du Dreckskerl! Ich werde... Nein. Bitte Vorsicht. Sie hat eine neue... Er hat eine neue Sirene. Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten. Oh nein, nein. Töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Nein, oh nein. Oh fuck. Ich glaube, wir müssen Lilith töten. Was zum Henker? Sie hat uns weggebeamt. Und jetzt das? Kammerjäger, wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen Lilith zurückholen. Markus Munitionsstore-Room Offer. Wir sind in seinem Laden hinten drin. Wir können uns jetzt hier voll bedienen, Alter. Also machen wir auch, Alter. Aber jetzt ist eh noch Müll drin. Oh Mann. Alter, das war schon krass, oder? Ja, Mann. Alter, leckt mir die Poperze zweimal rauf und runter da. Der letzte Kampf steht bevor. Weißt du, ich denke eher, wenn wir Pech haben, schön nochmal Lilith töten gehen nachher, ne? Uiuiuiui, aber es war schon krass. Also es war jetzt gerade so neben Sanctuary Hipped Up eins meiner Highlights in dem Spiel bisher gerade. Ja. Also Sanctuary Roland ist tot, alle tot, Mann. Roland ist tot und ja, Angel ist tot. Oh Mann. Aber Sanctuary Hipped Up, glaube ich, wird mein All-Time-Highlight bleiben. Ne. Wo Scooter schreit, Catch a Ride und Sanctuary hebt einfach mal ab, ist es so fett gewesen, oder? Ja, Mann. Alter, Mann, ich bin auch fast voll jetzt hier. Jetzt kommen wir bestimmt raus und da sagt er, was macht ihr da hinten? Ja. Ihr elendigen Diebe! Kehre nach Sanctuary zurück. Alter, tot, das ist krass. Das ist krass. Ah, jetzt... Jetzt. Was? Du? Jetzt? Wo zum Teufel kommst du denn her? Verdammte Kammerjäger! Bastard! Das war nur ein Trick! Fand er, glaube ich, nicht so lustig. Nein. Alles okay? Habe ich dich nach Sanctuary gebracht? Oh. Ich fühle mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Oh Mann. Alter. Ja, lass mal einfach verkaufen gehen hier unten, wo wir gerade eh schon sind. Ah ja. Ich muss erstmal vergleichen und verkaufen und Waffen kaufen. Und dann tue ich mich noch ummodeln für den nächsten Kampf. Wahrscheinlich für den letzten Kampf. Und dann... Ja, aber ich würde sagen... Bevor wir dann in den letzten Kampf schreiten... Ja, ich glaub doch nicht, dass das der letzte Kampf ist. Oder vielleicht auch nicht. Wie spät haben wir es eigentlich? Machen wir einen Cut. Ja, sag mal, wie spät wir es haben. 1 Uhr. 1 Uhr, ja, dann machen wir einen Cut. Dann gehen wir jetzt noch schnell verkaufen und vergleichen. Dann machen wir einen Cut. Ja. Aber es war richtig fett. Ich freue mich schon richtig aufs nächste Mal. Jetzt. Also jetzt, ich freue mich ja immer aufs Zocken, aber jetzt freue ich mich richtig aufs nächste Mal. Alter, wie viele Schilder ich habe. Und Alter, ich habe sogar ein orangenes Schild. Aber voll die Müllschilder. Was haben wir denn da? Mal verkaufen. Oh, sieht gar nicht so schlecht eigentlich. Einmal aufleveln. Ich habe ja noch. Bitte hier. Wäre die Grundausbildung doch auch so einfach gewesen. So. Ich habe noch immer den Raketenwerfer, der 7610 hat. Der ist echt heftig. Ah, die ist Müll. Herr Zocki, jo. Wenn du fertig bist da unten, komm mal zur goldenen Kiste. Ich will die noch eins mal aufmachen. Ja, Moment. Da haben wir noch eine Quest, die wir annehmen können. Und dann müssen wir nochmal, oder zwei Quests. Wir können mal Claptrap abgeben gehen, die eine noch. Ja. Wir haben bei Molokai und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, bei Moxie oder so, ich weiß nicht. So, bist du da? Jo, ich bin da. Auf geht's. Was haben wir drin? Oh, eine Sniper.
Ja, guck mal. Wow. Ob die... Geiles Teil. Alles klar, hat sich gelohnt. Nochmal? Ja, ne? Ja. Das Mods. Boah, das macht sogar Skills besser. Das ist gar nicht mal so unklug hier. Oh, komm, einmal machen wir noch. Okay, warte. Okay. Und dann, Pumpgun. Oh. Dies ist deiner, die SMG nämlich. Jung. So, dann gehe ich jetzt nochmal zum Schwarzhändler. Kannst du ja mal freundlich mitkommen, wenn du möchtest. Ja, genau. Ich wollte auch nochmal SMG kaufen. So, Granaten. SMG, hier, SMG. Das ist ein Rifle, SMG, was will der dafür? 16. Okay. Oh, was war denn das für eine gottesgeile Pumpgun? Wo ist die? Junge, die Sniper. Oh, das ist eine Säure-Sniper, die macht 1066 Schaden. Oh, Sekunde. Ja. Was? Ein Riesenskag in Lynchwood anscheinend. Finde den Riesenskag. Okay. Hier gibt's noch mehr Quests zum Annehmen. Warte mal. Jetzt wollte ich nochmal. Jetzt hast mich. Ja, genau. Verkaufen? Die Pumpgun, wo ist die? Oh, was ist das für ein Teil, Alter? Junge. Ja, was sind das für geile Waffen wieder? Yeah, ne viel geilere Sniper, Säure-Sniper, die unglaublich stark ist. Jetzt kann ich die ganzen anderen Säure-Sniper verkaufen. Ja, warte mal, ich gucke gerade, ich habe noch SMGs gefunden, so normale SMGs. Eine Pumpgun, die auch gar nicht mal so schlecht ist. Die werde ich beide behalten, ich glaube, die sind beide recht fett. Also, da ist sie ja. Boah, was sind die für ein... Boah, nice. Richtig nice. Das ist geil. Ich bin noch kurz zum Automaten. Noch mal verkaufen. Ich kann es doch hier vorne machen. Warte mal, hier ist ja noch. Müssen wir eine Quest abgeben? Ach nee, das ist. Ja, wir haben voll viel, was wir hier noch abgeben. Und ah ja, ich wollte ja den neuen Kopf sehen. Da bin ich ja auch noch gespannt. Warte, das mache ich auch mal kurz. Ich habe keinen neuen Kopf. Schade. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Obwohl ich einen neuen Kopf eingesammelt habe, habe ich. Ich guck mal, ob ich was Neues habe, ob ich mich mal vielleicht ein bisschen umkleide. Schade, also jetzt habe ich mich so gefreut. Vielleicht war es kein Kopf für Zero. Vielleicht war es ein Kopf. Also für Zero. Zero. Vielleicht war es gar kein Kopf für Zero. Naja. So, dann aber trotzdem gucke ich mal. Hier haben wir noch gelb. Und da. Boah, das sieht auch nice aus. Ja, Mann. So sieht er cool aus. Und dann noch so. Mit diesem Sniper sieht das richtig nice aus. Ja, mal zum Mordokai hier vorne, ne? Der hat was. Wo? Ja, hier, zu mir. In das Hauptquartier. Da müssen wir jetzt mit Mordokai reden. Ja, das wird die Hauptquest sein, denke ich. Genau. Ich glaube, er steht hier hinten. Kann das? Ne, er ist oben. Oder? Doch, er ist oben. Aus dem Weg. Da ist Brick, guten Tag. Du bist aber Brick in? Nee. Hier vorne ist Mordokai. Okay. Sag mal, du bist alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Info Stockade. Da musst du hin. Alles klar. Er hat nur eine Nebenquest für uns. Rolands Freunde müssen wissen, was mit ihm passiert ist. Das heißt, traurige Nachrichten überbringen. Die Leute wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn wären die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Okay, das machen wir aber nicht jetzt. Warte mal, hier ist auch noch eine von Brick. Hätte eine Mission, falls du Bock hast. Ich will den Sawtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slab. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen.
hisse unsere Slap-Flaggen über ihren Camps in Sawtooth Cauldron. Schon wieder sowas. Um Mortars-Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. Alles klar. Okay. Lass mal nach links gehen, da ist auch noch eine Quest. Ich glaube bei Marcus. Boah, hier sind so viele Quests. Ja, lass es mal zu Marcus gehen. Eins nach dem anderen. Nein, Marcus ist dem Bescheid sagen. Das ist Bescheid sagen. Nee, der hat auch nochmal eine richtige Quest. Da ist bei mir ein gelbes Ausrufezeichen über ihn. Ja, das gelbe Ausrufezeichen ist, um ihm Bescheid zu sagen. Nein, das ist grün. Oh, Tatsache. Sag ich doch. Nee, er hat auch noch ein gelbes Fragezeichen. Wir waren nicht auf deiner Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. So, jetzt auch noch eine Quest. Eine Gelegenheit. Vor ein paar Wochen habe ich einem Idioten namens Kai Geld gewechselt und ihm einen Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden und mir die 9 Piepen zurückholen, die er mir schuldet. Er hat in ein Echo-Gerät gebrabbelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihn anhand seiner Sendesignale aufspüren. Für 9 Dollar? Marcus ist auch so Mr. Krabs, ne? Alter, so, jetzt haben wir bei Claptrap hier vorne noch was. Ja, okay, nee, das ist auch wieder Bescheid sagen. Nein, so. Bei Claptrap müssen wir noch was abgeben, was wir letztens nicht konnten, weil Claptrap dann plötzlich weg war, weißt du noch? Ah ja, doch, stimmt, du hast recht. Ja, und bei Scooter, da müssen wir zwar Bescheid sagen, aber wir haben auch eine Quest. Und dann noch da vorne noch irgendwo woanders noch hier, so. Oh, ich habe eine Skin-Anpassung von Commando gekriegt. Ja, diesmal habe ich ihn jetzt einen neuen Kopf gekriegt. Das war's. Ne, der hat uns nichts. So, dann haben wir hier oben hoch. Oder? Was ist da oben wo drin? Ist denn der Kopf? So, also wenn ich jetzt keinen Kopf freigeschalten habe, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, hier ist das Scooter hier vorne, oder? Ja, das ist ihm auch Bescheid geben, dass Roland tot ist, aber das können wir ja schon machen. Nee, das ist nicht Scooter. Das ist außerhalb hier. Schau mal, das ist nicht Scooter. Okay. Wo müssen wir denn da hin? Hä? Wo ist das? Wo ist das? Der ist auch Ed. Ja, Zed. Dr. Zed, natürlich. Ich bin schon da. Ja. Roland ist tot? So. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toes Männern getötet hatte. Ich erinnere mich. Ich auch. Er schien nett zu sein. Ruhig. Aber, ach, Mist. Tut mir leid. Das hat er nicht verdient. Okay, jetzt haben wir noch eine Quest für uns. Hey, ich habe einen total legalen, grundseriösen Job für dich. Er braucht Körperteile. Weißt alles du, klar. Was an dir super ist? Du von Spielerand. Wenn du mir ein paar Kreaturenkörperteile besorgen könntest, ohne mich zu löchern, wieso? Das wäre spitze. Mach ich. Gut. Okay, das heißt, wir müssen sie kaputt schlagen. Also wir dürfen sie nicht zerschießen. Schätze ich auch. Und dann ist hier vorne noch einer, wer auch immer das ist. Und vorne steht aber irgendwer Neues. Wer ist das? Das ist bescheuert. Sagt ausgerechnet der Wichser, der das Geld wahrscheinlich geklaut hat. Oh. Hey Tim, du bist aber ziemlich schnell bei der Hand mit Anschuldigungen. Kommt Leute, wir sind doch Freunde, immer mit der Ruhe. Das ist echt bescheuert. Warum schmeißt du eine Granate? Ich weiß nicht, vielleicht wollte ich sie sterben. Okay, ich klick das mal an. Hilfe? Also, das ist eine lange Geschichte. Nein, das ist eine kurze Geschichte. Ich schreibe Kurzgeschichten. War abgemacht, die Beute ich schreibe Kurzgeschichten. Als sie dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wisse, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpasst ihm von mir eine Kugel in den Kopf. Ja, okay. Er schießt den Dieb. Okay, dann machen wir dann gleich. Wollen wir das jetzt noch schnell machen oder nächstes Mal? Nö, nächstes Mal. Na, das nächste Mal. Alles klar. Lass die noch ein bisschen streiten. Dann ja. Gehen wir noch zu Moxie und sagen der Bescheid, dass Roland tot ist. Okay, das machen wir dann jetzt aber noch fertig, oder was? Ja, ja, das machen wir noch. Okay. Das ist dann hier. Das ist die letzte, wo wir noch Bescheid geben müssen. Nee, Scooter. Nee, irgendwer anders noch. Geh du mal zu Moxie, ich geh zu, doch, Scooter haben wir noch nicht Bescheid gesagt, anscheinend. Hallo, Moxie. Es ist vorbei. Yeah. Ich sag Scooter Bescheid. Ich werde nie
vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann. Jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Hm. Alles klar. Jack hat Roland getötet? Verdammt. Er hat mir mit Mr. Shane geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir fehlen die Worte. Verdammt. Sind das etwa Tränen? Also jetzt müssen wir noch mit Tennis und mit Brick reden. Und ich denke, dann haben wir's. Okay. Ich geh kurz rüber. Aber Brick weiß es doch schon. Ja, vielleicht als Abschluss noch mal mit Brick reden oder so. Ich rede erstmal mit Tennis. Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Okay, und nochmal Brick. Sie tun alle so, wie sie Maschinen wären. Ja. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack. Seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle, denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen. Tut mir leid. Okay. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an. So. Sorry, dass ich dir diese Scheiße auflade, aber einer muss das ihnen sagen. Ich habe den Code von Rolands Waffenarsenal an dein Echo-Gerät geschickt. Was steckt da denn? Wenn hier jemand vorne bekommen sollte, das da drin ist, dann der Teufelskerl, der ihn rächen wird. Gut. Alles klar, öffne den Rolands Waffenarsenal, Waffenlager. Was? Wo ist, ist das hier vorne? Waffenarsenal? Na, das ist da unten. Hier. Da unten? Das ist doch das Ding da unten, oder? Diese Kiste. Ja, 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 hier. Endlich kommen wir mal hier rein. Okay. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt. Ich auch. Eine Pistole. Pistolen. Eine Pistole. Zwei Pistolen. Was ist das denn? Soll das ein Witz sein? Wo ist meine, war das eine SMG oder war das wirklich eine Pistole? Ja, das ist ein Müll. Das wäre der Witz hoch 10 gewesen, was da jetzt drin war. Das war jetzt wirklich nicht so der Mega-Hammer, ne? Gut, haben wir jetzt alle Quests, alles hier erledigt. Ja, einmal noch kurz abgeben gehen, das Ding, und dann war's das. Ja, mach mal, ich zieh mir so lange jetzt mal den neuen Helm an. So, dass alles umsonst war, amigo. Finde so. Jack, töte Jack. Alles klar, damit haben wir jetzt einen Haufen Quests. Und ich gucke mal kurz rein, was wir jetzt so haben. Ich würde sagen, das nächste Mal fangen wir wieder an, erstmal mit ein paar Nebenquests. Nebenquests, wie immer, ja. Das ist jetzt einiges, aber überall so verteilt. Mal was in Lynchwood, wir haben noch was in The Dust, dann haben wir noch zwei neue Gebiete. Also schön abwechslungsreich die nächste Aufnahme, denke ich mal. Überall ja, geht's mal hin. Da freue ich mich drauf und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Alles klar.